Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Heinz Z1. Hier sind die Brückentrolle und... Brückentrolle. Ich habe da letztens ein Minecraft-Projekt gesehen, die haben eine Brücke gebaut und unten so ein Sandlerquartier unter der Brücke. wir sind jetzt da am Weg in Richtung Cranberry. So ungefähr, Pi mal Daumen, hoffen... Warte mal, schau, ich muss kurz mal schauen. Ist das in Richtung East? Ja, das passt. Sind wir auf der richtigen Straße. Ich weiß nicht, wie lange wir noch brauchen dorthin. Es ist schon noch ein ganz schönes Stückchen, soweit ich weiß. Ich werde jetzt auch regelmäßig mal nach hinten gucken, nicht, dass uns einer mit dem Auto überfährt oder den so. Den hören wir aber eh kommen, oder? Ist es nicht. Außer Soundbug halt, könnte passieren. Ja, eine Ortschaft. Wo? Ah, rechts. Nach rechts. Gehen wir rauf zum Wasserturm auch oder lassen wir? Wertlos. Das ist immer so eine Frage, gell? Eigentlich. Eigentlich ist es wertlos. Nee, aber dann, ich gehe jetzt trotzdem mal hoch, vielleicht. Ja, ich gehe dabei weiter. Weil ich schaue gleich mal da links in die Tankstelle hinein wegen Sparkplugs und Batterien. Doch, weil ich glaube, wenn wir die finden, würde man zurückgehen, oder? Wahrscheinlich. Achso, hier oben ist so eine Loot Cage. Ja. Da unten sind auch normale ein paar Häuser. Schon wieder Rappen mit Berghit. Ich habe jetzt gleich 3 oder 4 Stück. Da unten ist auch eine ganze Siedlung, da links. Okay, stimmt. Also ich gerade spontan entschlossen, dass ich jetzt nur noch selten Zombies töte, das macht keinen Sinn. Ja, aber du... So Pfeilverschwendung. Ja, ich sammle meistens die Pfeile gleich wieder ein, halt. Boah, was ist denn das für ein Haus? Ich gehe mal direkt da runter. Was? Filter. Ja. Fällt mir ja runter, ich bin fast die Clip. Ja, bist du einfach runtergesprungen oder was? Nee, ich hab's gerade noch gemerkt. Aber das ist nicht so eine. Das sind alles Supermärkte, das sind nicht die Tankstellen, die wir sonst immer gehabt haben. Das sind andere Gebäude. Hoffentlich haben die nicht ausgetauscht. Na, wir waren ja heute schon bei einer Aufnahme schon nochmal in so einer Tankstelle. Wo man die Batterie ganz am Anfang. Bist du hier oben bei mir? Bist du das? Nö. Nein, ich bin unten. Okay, servus. Hi. Bin eh freundlich. Ja, ja, ja. Wir sind aber zu zweit. Okay. Ich bin alleine. Hast du Batterie oder Sparkplex? Nee, sorry. Ja, boom, falsche Antwort. Könnte ich natürlich machen. Aber er ist alleine halt. So ein Arsch bin ich nicht. Oder doch? War noch nie gemacht. Nein, nie. Hier jemanden Spiel erschossen. Ich frag mich ja immer noch, für was diese blöden Tabletten sind, ob die jetzt schon nutzen. Wenn du dir die Spritze gibst, kannst du mit dir die Spritze halt ganz schnell. Stimmt. Ah, das hat auch ein Zuschauer von mir. Hat ja, kann ich da geben. Ja, cool. Was gibst du ihm? 2 oder mehr? 2 reichen, danke. Ah, Scrap of Clothes braucht er. Soll ich mal vorsichtshalber zu dir kommen? Nicht, dass er sich gerade einen Bogen bastelt. Nein, der will sich ein Schätzchen, zumindest sagt er das. Und ich schätze, das stimmt auch. Bei Bogen hat er schon. Und dann hätte er schon geschossen. Ah, ich hab. Hier habe ich ja Mist, nur Truck Lights wiedergefunden. Wenigstens etwas. Nee, aber die nehme ich nicht mit. Nee, nicht. Brauchst du auch zum Fahren nicht. Guck mir jetzt die anderen Häuser hier noch an. Machete. Passt eigentlich nicht. Was? Was? Hast du irgendwas gesagt jetzt gerade? Frag, ob wir den Brief passt eigentlich gut. Na, glaub nicht. Das ist eine Machete. Rechnung. Rechnung. Bitte zahlen Sie ein. 22,22 Euro an mein Konto. Das wär's. Und du kannst die Kontonummer angeben oder sowas. Und so eine überweist das. Ah. Special. Was? Special? Special in dem Spiel. Ja. Du kannst echt Geld verdienen. Und das weiß nur keiner. Glaubst du, wenn du das wirklich... Dass du das irgendwo in deinem Video sagen oder was? Oder dass du deinen Mund halten?
und das ist kein anderer macht und du tust das sozusagen looten. Kommt drauf an, ob ich daraus einen Nachteil kriegen würde, also quasi, dass ich dann, keine Ahnung, weniger bekommen würde auf Dauer. Weiß es nicht. Also man muss ja mal sagen, also meine Zuschauer wissen das ja, ich studiere ja im Master of Management. Ja, eher immer sehr gewinnoptimiert, sehr orientiert. Deswegen, also ich bin auch übrigens YouTuber. Du bist YouTuber, 3000. Weil du Geld verdienst. Ja sicher, du hast jetzt eh schon deine 4000 Abonnenten jetzt nachher gleich. So ey, ungefähr. Und mit 4000 Abonnenten verdient man ja 8000 Euro am Tag. Mindestens. Also ja, immer 2 Euro pro Abonnent. Ist ja Standard. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die es wirklich glauben. Es gibt also genug, weil sonst würden es nicht so viele immer ausprobieren, anfangen. Und das Schlimme ist, sie glauben alle, dass man das gleich am ersten Tag verdient, so ungefähr. Boah, Leute, ey, also die erste Auszahlung, warte mal, wann habe ich die erste Auszahlung bekommen? Ein Jahr später, dreiviertel Jahr später. Ah, dreiviertel Jahr könnte sein. Weil dann bin ich ins Netzwerk eingetreten. Weil davor, ja, ich bin ein Baby. Was? Ich bin so geil. Was hast du denn? Ein Rucksack. Ach so. Ach, geh. Ist ja nichts Besonderes. Ich habe da noch ein Hunting Rifle. Ich habe gerade noch einen Wrench gefunden. Das heißt, wenn wir ein Auto finden, könnte ich das zerkloppen. Ah, ein Rohr, ein okay, ich weiß schon, was das ist jetzt. Ich war jetzt komplett verkehrt. Ja, ein Schraubschlüssel. Ich habe einen Schraubschlüssel gefunden. Treffen uns hier oben, oder? Ja. Ich habe davor auch gar keine Werbung geschalten gehabt. Nee, ich auch nicht, also. Weil es zahlt, bringt sich ja nicht, das zahlt sich ja gar nicht aus. Das glauben alle immer, das bringt irgendwas. Weil du kriegst ja nur Geld, wenn du 70 oder 75 Euro sind, so in Deutschland, Österreich hast, und das musst du innerhalb von 3 Monaten haben. Ja. Halt komplett wertlos. Wo bist denn du jetzt? Bist du noch unten oder? Ich bin immer noch unten in Häusern. Findet man noch ein paar ganz nette Sachen, muss ich sagen. Okay, das gibt's ja nicht. Wieso sind da keine droppende Zombies, nichts mehr? Mitten Nacht. Ja. Hier sind noch voll viele Häuser, das geht ja noch weiter. Darum bin ich. Ich kenne die Ortschaft da unten, glaube ich. Da bin ich das beim ersten Bad, wo wir aufgenommen haben, noch zu viert. Bin ich. Oder zu dritt waren wir beim ersten Bad, ja. Bin ich da unten gewesen. Ich komme mal runter zu dir, okay? Wo ich bist du, circa? Bin bei der zweiten, also bei dieser Straße. Wir können in die Richtung auch gehen und müssen dann halt rechts wieder rüber. Da gibt es ja eine Straße, die rechts auch rüber geht, oder? Oder zumindest Stromleitungen, wenn ich nicht täusche. Hier ist ein Helm, Motorradhelm noch. Ja, setz ihn nochmal auf. Turbolader. Police Car Turbo. Mit. Hast du geschossen? Ja, Zombie umgebracht. Hier oben ist eine Chest da drin. Bin gerade im Überlegen, ob ich da unten jetzt warten soll, mal auf dich. Und die Zombies, die da am Weg sind, irgendwie immer umbringen. Komm jetzt. Soll ich dir den Motorradhelm mitbringen? Na, hast du leicht einen? Ich hab einen, ja. Wo bist du jetzt? Immer mit. Ich komme jetzt gleich aus einem Haus raus. Ich weiß nicht, wie ich schreiben sollte, wo ich bin. Bist du schon bei dem Herrenhaus vorbei? Das, was so hoch oben ist, auf der Straße halt. Da hinten rennt der Zombie mal, den würde ich mal wiederholen. Wo bin ich hier raus? So, also ich bin jetzt direkt. Ich bin jetzt auch unten auf der Straße. Ich bin auch auf der Straße. Aber relativ weit oben. Hä? Wo bist du? Also ich glaube, dass du noch woanders bist. Ja, da ist schon ein Herrenhaus. Das ist. Ja, da komme ich jetzt mal hin. Okay. Ich bin ein Stück weiter weiter raufgelaufen auf die Straße. Guterweise sieht man meinen Helm nicht. So, ich komme zu dem Herrenhaus. Auf der Straße, aber auf dem Weg. Oder treffen wir sich oben beim Herrenhaus? Ich stehe jetzt vor dem, wenn das ist, was du meinst. Ja, das ist so ein Haus, das relativ weit oben am Berg ist. Und das rundherum ist so ein riesen Zaun. Wo so eine riesen geile Auffahrt ist. Extrem steil. Nee, dann bin ich woanders. Rennst du gerade den Berg hoch? Renne jetzt einen Berg hoch. Ja, komm wieder runter. Ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Mach mal auf dich aufmerksam. Ja, wie in. Soll ich schießen?
Ich stehe gerade einfach nur. Komm im Berg runter. Ich hüpfe ein bisschen ab und zu. Bin jetzt da hinten beim Auto. Auto! Wo bist jetzt du? Auf der Straße. Auf welcher Straße? Direkt hinter dem, wo es runter geht. Also ich laufe jetzt mal. Da sind doch, da ist eine Straße, links und rechts stehen Häuser. Ja. Da laufe ich jetzt. Jetzt biege ich auf diese Straße ein, wo links und rechts Häuser stehen. Laufe und laufe und ich glaube, da vorne sehe ich dich. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Springe. Ich hüpfe. Ja, das bist du. Und von welcher Seite kommst du jetzt? Ah, da unten. Ist hinter dir ein Zombie? Ja, ich mach ihn kurz. Boah, hab ich nicht. Ich renn fast in die Schusslinie rein, du bist ein Wahnsinn. Nein, da das Herrenhaus, kennst du das nicht? Da nee, warst du in dem Gebiet. Ja, links und rechts, aber jetzt die hier nicht mehr, die habe ich nicht mehr. Ah, okay. Willst du einen Helm jetzt haben oder willst du keinen? Ja, hast, siehst keine. Du meinen Helm? Nein, sehe ich nicht. Interessant. So. Hast du die Häuser schon geguckt? Nicht alle. Nein, Häuser gar nicht. Aber da rechts oben, das Herrenhaus meine ich, jetzt rechter Hand von dir. Ja. Da schaut halt geil aus, da die Auffahrt und so weiter. Dann gehen wir mal hoch. Aber ich glaube, wenn du da selbst Auto fahren musst und Winter auch noch hast, dann kommst du nicht mehr rauf. Da oben steht ein Polizeiauto. Jetzt wäre es halt cool, wenn da nur, weiß nicht, irgendwas fehlen würde oder man kann einsteigen direkt und wegfahren. Wir und? Brauchen alles. Halt ja nur, eigentlich nur Batterie und das reichen. Du, das schießt, du machst so viel Wirbel. Oh. Wir wären gleich. Oh, ist besser geworden, ey. Das war ein Hit, oder was? Ich hab den Kopf getroffen. So, ich sehe da gar nichts da herinnen. Ja. Hast du ein Licht dunkel. Noch? Hast du Licht oder nicht mehr? Ich gucke gerade. Da hat der deine liegen, aber ja. Ich will es nicht mitnehmen. Ah, ich glaube, dass da eh nichts ist. Hochgegangen? Nee. Nein, ich bin hier unten noch. Bin gerade in die Garage gelaufen. Ob man da irgendwas Sparkplugs oder sowas findet. Schaut aber nicht so aus. Ihr könnt natürlich probieren, das Auto zu erschlagen. Versuch. Aber ich weiß nicht, ob sofort wieder eins spawnt. Bist du draußen? Ja. Ja, ich bin draußen. Aber ich glaube, ich renne jetzt weiter gleich. Das bringt nichts. Hey. Das bringt ja eindeutig nichts. Das ist das Urherrenhaus da mit da unten solchen Monumenten, glaube ich, Grabstätten oder so irgendwas. Der war auch schon beschissen aus, finde ich. Ja, mir gefällt das Haus nicht. Ich hätte nicht gerne wohnen. Jo, das Auto habe ich schon, brauchst du mal nachschauen. Du kannst links in das Haus gehen, da war ich, in den Häusern war ich alle eigentlich nicht drinnen. Ich habe so viel Repair-Kits, das ist nicht mehr schön. Ich weiß noch nicht, ob ich in den Häusern was finde überhaupt, wenn es so dunkel ist. Mittlerweile gucke ich da nicht mal mehr in die Schränke rein. Jetzt mache ich es gerade mal gut essen und so, aber... Ah, es reicht wirklich, wenn man Select aufmacht. Der Tabulator aufmacht neben den Schränken. Also bei allen Schränken? Ja, bei den Küchenschränken war es jetzt zum Beispiel so. Da habe ich das schon gesehen, obwohl ich nicht... Ich habe gedacht, dass... Ich hätte auch geglaubt, dass es nur bei den Kisten ist. Wollen wir mal überprüfen, ist ja wirklich drin. Und wenn nichts drinnen ist, wird es wahrscheinlich nicht angezeigt. Das wäre natürlich heftig. Könnte aber möglich falsch. Sein. Dann brauchst du nämlich nicht mehr durchsuchen. Einfach dran vorbeilaufen. Ja, und nur immer zwischendurch Tabulator drücken. Aber keine Ahnung ganz genau. Tatsächlich. Was jetzt korrekt ist. Geht's bei jedem Schrank? So in der Küche geht's. Es geht auch oben bei den Schränken. Beim Schreibtisch weiß ich jetzt nicht. Ja, ich gehe wieder raus, weil da herinnen sehe ich fast kaum was. Dem beim Haus? Auto geht's nicht. Weil wahrscheinlich geht's nicht überall. Ja. Besser selber durchsuchen, weil sonst kommen wir vielleicht irgendwie.
gekommen, dass da ist ein Reh. Ich renne noch zu den oberen Auto hin, weil dann wär's mal für heute schon wieder. Okay. Gut. Beziehungsweise da ist auch noch eines. Schon wieder Munition, Alter. Ja, ich habe auch einen Schuss für dich. Ah, ein Schuss. Und einen Haufen Repair-Kits habe ich, Weapon-Repair-Kits. Ja, sehr wichtig. Genau, ich weiß nicht, wenn man eh keine Waffe. Wir sterben eh meistens davor. Noch ein Repair-Kit. Ich glaube, das haben sie jetzt High-Loot gemacht irgendwie und daher oben ist eine Headshot. Sonst haben wir hier nichts. Ich würde sagen, wir sind's für heute wieder. Schaltet morgen wieder rein. Schaut's beim Pulitzer vorbei, schaut's bei mir vorbei, die Leute von dir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Part von H1Z1. Bis dann. Tschüss.